Schwarze Nase für den Elias. Es geht um einen kleinen Bub, der Geld braucht für eine Operation, der einen Fehler mit dem Herzen hat und Probleme mit der Lunge. Im Oberwallis sammelt man Florian Walter. Wie bist du genau da drin gekommen jetzt? Ja, ich habe Facebook, ein Kollege von mir hat da gepostet, dass ein Blickartikel ist gekommen über den Bub. Und der Bub ist der Sohn von einem alten Kollegen von mir, von einem Schulkollegen. Und das war für uns eigentlich recht klar gewesen, dass wir da eine Spendeaktion starten wollen. Was ist denn nachher genau passiert? Wie ist das ins Rollen gekommen, alles zusammen? Ja, wir haben dann relativ schnell eine Facebook-Gruppe gestartet. Ich habe ein kleines Video gemacht, eben mit einer schwarzen Nase. Und habe nachher die Gummer aufgefordert, helfen doch einem Gummer und spenden etwas für den Elias für die Operation zu machen. Und dann haben wir so als Gag eine Pistenfahrzeugfahrt versteigert. Die ist dann recht hoch für 350 Franken gegangen. Und nachher hat sich der Gag so weiterentwickelt und die Leute haben immer mehr Sachen an von Spenden, von Wanderungen bis Nachtessen, über ganze Skisätze und so weiter. Und mittlerweile haben wir 1700 Mitglieder in der Gruppe und sind bei 40'000 Franken und es läuft fantastisch. Das Spendenziel ist dann was? Das Spendenziel ist grob 100'000. Wollten wir erreichen, weil die Kosten von der Operation und alles, was drumherum ist, wird über 150'000 Franken kosten. Also von dem her habe ich mal so das Ziel gesetzt, 100'000 wäre toll, wenn man das erreicht. Fabian Salzmann-Walter, jetzt nachdem das die Aktion angelaufen ist, eben Sammeln für den Elias, wie ist jetzt die Solidarität im Oberwallis? Also die Solidarität ist riesig. Wir haben wirklich ganz verschiedene Aktionen. Und es läuft nicht täglich, sondern wirklich alle Halbtage Aktionen, die einkommen. Wir bekommen E-Mails, Telefon, ältere Leute, die anrufen, die Facebook nicht haben, die aber von dem gehört haben, wo ich einen Abend vor 2 Stunden am Telefon war und dann gesagt habe, das und das läuft, ihr könnt da und da einzahlen. Also es ist wirklich super toll, wie alle mitmachen. Deborah von Double Deer macht euch mit, und zwar mit einem Konzert am Samstag. Und das ist ein spezielles Benefizkonzert. Jetzt zuerst mal, wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen, euch da zu melden? Also ich habe auf Facebook gesehen, dass es die Gruppe gibt, eine schwarze Nase für Elias, und habe also ein bisschen reingeschaut, was die Leute da machen und wie sie engagiert sind. Und dann habe ich gefunden, irgendetwas müssen wir noch da machen. Und dann habe ich meinen Bandkollegen angerufen und gesagt, aber es gäbe ein Projekt und der kleine Bub, der halt Unterstützung bräuchte. Und das ist eigentlich relativ schnell bald klar gewesen, dass wir etwas machen wollen. Und so ist die Idee entstanden, ein Benefizkonzert auf die Beine zu stellen. Alles sehr spontan, also wir haben vor 10 Tagen von dem eigentlich noch nichts gewusst. Und jetzt ist es so weit, dass wir wirklich am Samstag können, auf dem Sebastiansplatz Brieg das Konzert können durchführen und da hoffentlich viel Geld können sammeln können. Ihr habt ja auch noch einen Ehrengast, Mundartsängerin Natascha, kommt ja auch noch vorbei. Wie ist denn das gelaufen? Habt ihr einfach das Telefon finden noch genug gelitten und gesagt, komm ab vorbei? Oder wie ist das genau gegangen? Ja, ob es per Telefon oder Mail gegangen ist, weiß ich nicht so genau. Das hat die Diätische Schlagzeugerin Tour nicht getan. Die Idee davon war eigentlich, Natascha ist ja Botschafterin von der Stiftung, die das eigentlich alles so ein bisschen in die Wege geleitet hat und ins Leben gerufen hat. Und dann haben wir gefunden, ja, wenn ja die schon Botschafterin ist und sie hat ja auch Bezug hier zum Wallis und so, soll doch mal ins Telefon gehen oder auch aufs Mail und dann schauen wir, ob die nicht Zeit haben, euch vorbeizukommen. Und überraschenderweise hat sie direkt gesagt, ich komme hier ins Wallis, sie ist vorbei. Das Benefizkonzert, was heisst das? Wie läuft das genau ab? Also geht dann Kollekt um oder wie läuft das der Tag genau ab? Also es sind eigentlich 2-3 verschiedene Sachen, die laufen. Es ist eine Säule auf dem Platz und da kann man einfach, wenn man will, etwas drücken, anonym. Wir wissen, es interessiert also nicht, wer was gibt, weil jeder Franco geht direkt an Elias. Das ist die Möglichkeit, dass man es einfach drückt. Man kann aber ein Lied euch wünschen, für mindestens 10 Franken kann man einfach ein Lied wünschen. Oder was wir halt eigentlich am meisten machen wollten, ist halt die Lieder versteigern. Das heisst, dass man halt irgendwie sagt, jemand, ich wünsche mir von ACDC ein Lied und jemand anders will das überhaupt gar nicht hören und gibt dafür mehr Geld für ein anderes Lied. Und dann kommt einfach halt die Kasse an, ein bisschen schneller gefüllt.